Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Cry of Fear. Wir hatten gerade jemanden hier weinen hören. Schauen wir mal, welches Apartment das wohl sein wird. Dann wird es wohl dieses sein. Was ist hier los? Wir laufen immer noch nur mit einem Messer bewaffnet gegen irgendwelche Meuchelmonster. Ja, damit. Was war das? Wo kam das her? Jemand hat ein Fenster eingeschlagen. Head and Shoulders. Ja, tatsächlich. War es vielleicht Head and Shoulders, was die Menschen zu lebenden Toten gemacht hat? Das Geheimnis 2. Those little kitties are so cute. They look so lovely. I just want to touch them. Oh. But then those parents come. That's why I have to kill them. Oh. Die Kinder sehen so süß aus. Doch die Eltern kommen, also muss ich sie umbringen. Das hört sich ja nun nicht so sehr. Was für kranken Fantasien sind wir hier? Einladen. Oh. Was haben wir denn hier betreten? Oh. Oh mein Gott. Das sieht jetzt. Was haben wir hier? Langsamster Tod, 3. Juni. Am 9. April. Was für ein kranker Mensch muss hier gelebt haben? Sagst du da einem? Was zu? War das? Wieso ist es dunkel? Verschwinde! Liegt das auf dem Boden? Spritzen. Nimm dir die Spritzen. Schritte. Nimm die Spritzen. Da lag noch eine. Wo kommen diese Schritte her? Ein Messer. Nimm das Messer. Schmeckt schlecht. Aktion 2. Alles ganz verrückt. Wir nehmen das Wasser und gehen raus. Oh, oh mein Gott! Da ist trotzdem jemand. Was ist es? Stirb. Stirb, du Elendes. Es ist schon tot. Der Kopf scheint geplatzt zu sein beim Zustechen. Was war das? Nicht aufgehen. Jetzt müssen wir wieder dort zurück. Ich will aber nicht dort zurück. Jetzt bleibt nichts anderes übrig. Können wir nicht raus? Sie erscheinen aus dem Nichts. Haben wir Wahnvorstellungen? Was ist mit uns verkehrt? Immer noch nichts. Vielleicht müssen wir diesmal in den Lift. Nee, der ist stand vorhin schon da, der wäre blockiert. Probieren wir es jetzt nochmal mit dem mit der vierten Etage. Da hat der Weg blockiert. Hier sind wir vorhin reingekommen. Ich war doch vorhin mehr dicht. Zurück. Ach nicht. Und da haben wir etwas in dem Zimmer vergessen. Das glaube ich nicht. Ist hier noch etwas? Oh, Atari-Werbung. Ich glaube, wir haben etwas vergessen. Ja, wir gehen am besten nochmal zurück ins Zimmer. Das jetzt mittlerweile betätigen? Was ist das überhaupt? Hm, lauf mir nochmal. In das Zimmer. Geh nochmal in das Zimmer. Können wir da
durch das zerschlagene Fenster. Sieht nicht so aus. Es ist alles dunkel. Da liegt noch etwas auf dem Boden. Wo? Ach ja. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Der Apartmentschlüssel. Den können wir nicht öffnen. Neighbors across. Also Nachbar gegenüber. Seine Wohnung etwas anders gestaltet. Was sind das für Geräusche? Die Musik wird ernst. Oh mein Gott. Diese Kinder. Die haben keine Angst, die sind eher lästig. Warum? Ich treffe es nicht mal richtig. Ein Durchbruch hat sich gewaltsam. Oh! Ein Hammerfuzzi. Verschwinde. Ah! Nimm eine Spritze, nimm eine Spritze. Ja, es wird Zeit. Er wollte sie nicht nehmen. Ach so, doch, ich hab's in der Hand. Viel besser. Oh, diese Kinder, au! Warum kann ich es nicht treffen, aber es trifft mich? Böses Kind. Ganz, ganz. Was war das? Was war das? Was war das? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall scheint da. Nimm das besser anders. Was war das? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Tür ist aufgebrochen. Dieser Durchbruch war doch vorhin noch nicht da. Irgendwas haben wir übersehen. Vielleicht ist mittlerweile Mr. Whatfields Psychologenzimmer. Psychologe? Irgendwas haben wir übersehen. Scheint so. Es muss einen Grund gehabt haben. TV und Radio. Ja, wir könnten ja die Tür entriegeln. Irgendwas muss hier versteckt sein.
willkommen bin ich. Den Schlüssel haben wir auch nicht. Schau, das Bücherregal. Ah, guter Einfall. Was war in dem... Oh, okay. Das war, kein Regal, das war... Eine geheime Tür. Eine geheime Tür. Nee, Was? Oh, okay, das war wohl dann doch eher ein Bug des Spiels. Wir haben durch den Schrank die Tür geöffnet. Okay, zurück. Bleib wir sind wieder. Hier ist der, Schrank. Okay. Der Fernseher ist also auch eine Tür. Irgendwas muss es hier doch geben. Irgendwas in dem Büro. Was ist das da oben? Eine Waffe. Deine Waffe. Ich nehme sie besser mit. Scheinbar haben wir auch Schlüssel. Ah. Okay. Ich würde sagen, bei diesem knappen Munitionsstand nehmen wir trotzdem weiter das Messer. Ich weiß nicht. Jetzt können wir aber in die vierte Etage. Bleib lieber bei der Pistole. Auf den Fluren, da ist mehr Platz. Da können wir auch Entfernung schießen. Soll ich? Ich setze mir die Waffe lieber auf den Schnellslot. Nur für den Fall der Fälle. Geh erstmal in den. So, wir nehmen unseren Schlüssel. Passt nicht. Wieso passt der Schlüssel nicht? Oh. Geh nochmal zurück. Warum läuft? Am Ende des Flurs passen. Ja. Böses Kind. Wartezeit. Meine Güte. Was ist hier passiert? Ein Mord. Können wir etwas machen? Es ist verkettet. Was ist hier passiert? Nachricht. Geheime Nachricht Nummer 3. No, as I need to kill some kiddies. I stuck the elevator in the hall, so only the personnel can access it by secret code. I guess no kiddies will find that out. So they will just have to take the stairs. Das heißt, der Fahrstuhl geht. Was war das? Ich weiß es nicht, aber die Kinder scheinen nur über die Treppe. Die Pistole. Was hat er gesagt? Wie steckt's? Mit irgendeinem Schlüssel hat er doch gesagt. Ja, mit einem Secret Code. Gut. Also unser Freund, den wir hier
scheinbar verzweifelt suchen. Der hat ein bisschen mit auf Kinder abgesehen. Faustdick in der Ohren. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal wieder eine Spritze. Ja, genau, das dürfte aber unsere letzte sein. Wir sind in der dritten Etage. Müsste doch jetzt schon fast wieder an Etage 2. Wie kommst du jetzt auf die dritte? Müsste doch die vierte schon mittlerweile sein, oder? Da. So, die Frage ist, wie lautet der Code? Haben wir irgendwas zwischendurch aufgesammelt, wo wir ihn finden könnten? Nein. 555. Oh, vielleicht muss ich irgendwas. Aber ich kann. Drückt er die Kasten? Ich weiß es nicht. Wir gucken nochmal uns die Notiz an. Ein Rechner? Können wir den. Oh, nee, das war wieder die Nachricht. Stehen da links eine Notiz. Können wir diesen Raum betreten? Nein. Ja, wir haben die Tür. Die Tür. Oh, ist das nicht der? Nein, das ist der Pistole. Ist sehr. So, ich würde sagen, damit beenden wir erstmal diese Aufnahme. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.